Guck mal, Jan, hier sind wir, am Bahnhof. Das Museum ist gar nicht weit weg. Gleich da, hinter dem Dom. Da gehen wir sofort hin. Ich freue mich schon so lange auf das Museum. Können wir nicht erstmal eine Tasse Kaffee trinken? Wir haben doch noch gar nicht gefrühstückt. Komm, Susi, wir gehen erstmal darüber ins Domcafé. Ich lade dich ein. Ja, gern. Ich habe auch Hunger. Aber dann gehen wir ins Museum. Wollen wir nicht erst in den Dom gehen? Es gibt eine Treppe bis ganz oben auf den Turm. Da können wir die ganze Stadt sehen, den Fluss und das Stadtzentrum mit der Fußgängerzone. Ich finde, wir gehen zuerst in die Stadt und sehen uns alles an. Und am Nachmittag haben wir dann noch genug Zeit für das Museum. Okay, so geht es auch. Das Stadtzentrum ist ja auch hier in der Nähe. Guck mal da, die blauen Straßen, das sind die Einkaufsstraßen. Wenn das Wetter gut ist, können wir mittags am Fluss sitzen und ein Picknick machen. Was meinst du? Wunderbar. Aber sag mal, wann geht eigentlich unser Zug nach Hause? Erst um 7. Wir haben Zeit genug. Dann komm, Susi. Gehen wir erst mal frühstücken. Ja, haben Sie denn nicht gesehen, dass die Ampel rot war? Warum haben Sie nicht gebremst? Sie können doch nicht einfach bei Rot über die Kreuzung fahren. Quatsch, die Ampel war gelb. Das habe ich genau gesehen. Sie sind zu früh losgefahren. Warum haben Sie nicht besser aufgepasst? Sie haben mein Auto doch gesehen, oder? Klar, ich habe Sie gesehen. Aber ich dachte natürlich, dass Sie an der roten Ampel stehen bleiben und warten. Die Ampel war nicht rot. Ich bin bei Gelb durchgefahren, das habe ich doch schon gesagt. Ja, und was machen wir jetzt? Sollen wir die Polizei rufen? Ach, ich weiß nicht. Eigentlich ist doch gar nicht viel passiert, oder? An meinem Auto ist die Lampe kaputt, das kann ich selbst reparieren. Und Ihr Auto sieht doch wie neu aus. Ich finde, die Polizei brauchen wir nicht. Nein, nein. Hier vorne ist alles kaputt. Das ist eine sehr teure Reparatur. Ich möchte auf jeden Fall die Polizei anrufen. Also gut, dann tun Sie das. Aber beeilen Sie sich bitte. Ich habe nicht so viel Zeit. Viele Leute machen sich Sorgen, weil ihre Kinder im Fernsehen vielleicht hässliche und brutale Szenen zu sehen bekommen. Oder sie fürchten, dass die Kinder nicht mehr genug Zeit zum Spielen haben, weil sie immer vor dem Fernsehapparat sitzen. Was ist Ihre Meinung? Glauben Sie, dass das Fernsehen für Kinder gefährlich ist? Ich habe selbst zwei Kinder, die beide sehr gern fernsehen. Ich finde nicht, dass das Fernsehen gefährlich ist, weil wir immer genau kontrollieren, was unsere Kinder sehen dürfen und was nicht. Aber ich glaube, dass Kinder viel Bewegung brauchen. Deshalb gibt es bei uns jeden Tag nur eine Stunde Fernsehen. Dann ist Schluss. Ach, ich weiß nicht. Ich finde, dass es im Fernsehen immer wieder sehr interessante Sendungen gibt. Da können Kinder doch bestimmt auch viel lernen. Natürlich ist es nicht gut, wenn man den ganzen Tag nur vor dem Fernsehgerät sitzt. Das tut aber wohl auch niemand. So gut ist das Programm ja nicht. Aber eine oder zwei Stunden pro Tag sehe ich sicher fern, vor allem, wenn es Fußballspiele gibt. Ich sehe eigentlich nie fern. Ich höre lieber meine Musik-CDs oder ich telefoniere mit meinen Freundinnen. Meine kleine Schwester sieht am Nachmittag immer die Kindersendungen. Die sind zwar sehr langweilig, aber gefährlich sind sie nicht. Abends dürfen wir nicht fernsehen. Das erlauben meine Eltern nicht. Ich interessiere mich sehr für Sport, vor allem für Fußball. Aber auch für Autorennen, Tennis, Leichtathletik. Am Wochenende sehe ich mit meinem Vater zusammen die Sportsendungen. Das finden wir beide toll. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn Kinder zu lange vor dem Fernseher sitzen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Ich spiele zweimal pro Woche Basketball im Sportverein und nachmittags bin ich immer mit meinen Freunden draußen. Wenn ich abends einen Film sehen will, muss ich meine Eltern fragen. Fluggäste für den Flug Eurofly 706 nach Vancouver werden zum Schalter 12 in Halle C gebeten. Die Fluggäste nach Vancouver mit Eurofly 706 bitte zum Schalter 12 in Halle C. Herr Simon, gebucht auf den Flug KLR 3445 nach Amsterdam, wird gebeten, sich am Schalter 23 in Halle A zu melden. Herr Simon, bitte zum Schalter 23 in Halle A. Frau Pereira, gebucht auf den Flug IBAN 987 nach Lissabon, kommen Sie bitte sofort zum Flugsteig 33. Der Flug wird jetzt geschlossen. Frau Pereira, bitte zum Flugsteig 33.
Das Tiefdruckgebiet vom Atlantik breitet sich im Laufe der nächsten Tage über ganz Deutschland aus. Im Norden bleibt es weiterhin bedeckt und kühl. Die Temperaturen steigen kaum über 20 Grad. Am Nachmittag Neigung zu vereinzelten Regenfällen. Im Süden ist es zunächst noch wärmer. Und am Morgen zeigt sich in Bayern und Baden-Württemberg auch die Sonne. Gegen Mittag ziehen dann Wolken auf und für den Abend werden in Süddeutschland schwere Gewitter erwartet. In ganz Deutschland bleibt die Wetterlage in den nächsten 24 Stunden sehr wechselhaft mit stetigen Winden aus Nordwest und für die Jahreszeit ist es überall zu kühl. Hier Sebastian Mayer. Hallo Sebastian, ich bin's. Sabine, erinnerst du dich noch an mich? Sabine, das ist ja eine Überraschung. Natürlich erinnere ich mich. Die alten Freunde vergisst man nicht, das weißt du doch. Von wo rufst du denn an? Ich bin hier in Jena. Ich habe deine Telefonnummer gefunden und da habe ich gedacht, ich versuche es einfach mal. Ich freue mich so, deine Stimme zu hören. Sabine, ich freue mich auch. Wie lange bleibst du denn in Jena und was machst du hier? Ich bin nur zum Wochenende hier, bei einem Fortbildungsseminar. Aber sag mal, können wir uns treffen? Ich möchte dich gern wiedersehen und von alten Zeiten sprechen. Ja, das finde ich wunderbar. Vielleicht können wir heute Abend zusammen essen. Gut, ich warte um 7:30 unten in der Hotelhalle. Guten Tag, mein Name ist Berger. Sie sind sicher Frau Meinhold. Ja, guten Tag. Ich bin die neue Praktikantin. Nehmen Sie bitte Platz, Frau Meinhold. Wie lange wollen Sie denn bei uns bleiben? Ich kann leider nicht sehr lange bleiben. Ich muss ja zurück an die Universität und meine Prüfungen machen. Ich hoffe aber doch, dass ich in 6 Wochen die Firma recht gut kennenlernen kann. 6 Wochen, das ist wirklich nicht sehr lang. Aber vielleicht kommen Sie noch einmal wieder. Sie sind ja noch sehr jung. Sie studieren Betriebswirtschaft, nicht wahr? In welchem Semester sind Sie? Ich habe ziemlich früh angefangen. Ich bin 22 und gehe jetzt ins 4. Semester. Dies ist mein erstes Praktikum. Gut, Frau Meinhold, dann will ich Sie jetzt erst einmal den Kolleginnen vorstellen. Guten Tag, Frau Feddersen. Haben Sie ein bisschen Zeit für mich? Ich möchte Ihnen ein interessantes Angebot machen. Nein. Ich will überhaupt nichts kaufen und ich habe auch keine Zeit. Das kann ich sehr gut verstehen. Sie sollen auch nur kaufen, wenn Sie unsere Produkte wirklich gut finden. Wir möchten gern, dass Sie unsere Produkte ausprobieren. Und wenn sie Ihnen gefallen, dann kaufen Sie. Nur dann. Was sind das denn für Produkte? Sie bekommen die Wasch- und Reinigungsmittel der Firma Sauber 2 Wochen lang zur Probe. Wenn Ihnen die Sachen nicht gefallen, bezahlen Sie gar nichts und schicken einfach nur die Produkte zurück. Für Sie ist überhaupt kein Risiko dabei. Nein, das will ich nicht. Ich brauche nichts und ich will nichts. Auf Wiedersehen. Hallo, Biggie. Das ist ja toll, dass ich dich treffe. Hast du meine SMS bekommen? Tag, Stefan. Hast du mir eine SMS geschickt? Tut mir leid, ich habe nichts bekommen. Ist ja auch egal. Jetzt bist du ja da. Biggie, du musst mir unbedingt helfen. Übermorgen kommen meine Eltern. Und du weißt ja, wie klein meine Wohnung ist. Kannst du uns nicht zum Mittagessen einladen? Du hast doch Platz genug und du kannst ja so toll kochen. Bitte, Biggie, sag ja. Ich bring was zu trinken mit. Sag mal, spinnst du? Wieso soll ich für euch kochen? Warum gehst du mit deinen Eltern nicht ins Restaurant? Du kommst immer nur zu mir, wenn du etwas brauchst. Ehrlich, davon habe ich jetzt endgültig genug. Mach doch, was du willst. Aber mich lässt du bitte in Ruhe. Ich helfe dir ganz bestimmt nicht. Auf gar keinen Fall. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Sie können dieses Buch umtauschen. Sehen Sie sich das doch mal an. Hier in der Mitte fehlen 10 Seiten. Sowas darf doch nicht passieren. Warum wird das nicht besser kontrolliert? Tatsächlich. Die Seiten fehlen. Das tut mir wirklich leid. Aber wissen Sie, das ist ein besonders preiswertes Mängelexemplar. Diese Exemplare haben immer kleine Fehler. Deshalb sind sie ja verbilligt im Angebot. Kleine Fehler? 10 Seiten, das nennen Sie einen kleinen Fehler? Sind Sie verrückt? Ich möchte, dass Sie dieses Buch umtauschen. Das kann ich leider nicht.
Die Bücher aus dem Sonderangebot sind vom Umtausch ausgeschlossen. Was soll ich denn mit einem Roman, in dem die wichtigsten Seiten fehlen? So geht das nicht. Ich will mit dem Geschäftsführer sprechen. Sie können gern mit Herrn Fischer sprechen, aber glauben Sie mir, wir können Ihnen wirklich nicht helfen. Nach Dresden gibt es leider keinen direkten Zug. Sie müssen in Leipzig umsteigen. Wenn Sie hier um 8.33 Uhr abfahren, sind Sie um 10.15 Uhr in Leipzig und können um 10.42 Uhr weiterfahren nach Dresden. Dort kommen Sie um 12.58 Uhr an. Sie können aber auch einen späteren Zug nehmen. Hallo Jutta, hier ist Gerd. Ich habe mit meiner Kollegin gesprochen und ihr gesagt, dass du ihren Computer gern kaufen möchtest. Sie hat mir noch ein paar Informationen gegeben. Der Computer ist ganz neu, ein Laptop Marke Huntia. Sie will ihn für 150 Euro verkaufen. Du sollst sie heute Abend noch anrufen. Die Telefonnummer ist 4577233. Ciao, mach's gut. Hallo Michaela, hier spricht Klaus. Ich habe deine Nachricht bekommen. Natürlich finde ich es auch wichtig, dass wir drei uns mal in Ruhe zusammensetzen und alles ausdiskutieren. Ich habe auch schon mit Thomas gesprochen. Er sagt, dass ihr beide am Samstagnachmittag Zeit habt. Mir passt das nicht so gut, weil ich am Samstag bis zwei in der Schule bin. Ich finde, wir können uns doch auch mal abends treffen. Ich schlage vor, am Freitag. Thomas findet das ganz gut, aber jetzt musst du noch sagen, ob du am Freitagabend kommen kannst. Am besten rufst du mich auf dem Handy an. Unsere Sonderangebote heute. Französischer Camembert, 100 Gramm nur 1,80 Euro. 1 Liter Orangensaft nur 98 Cent. Thüringische Leberwurst, 200 Gramm nur 1,95 Euro. Außerdem die besondere Attraktion in dieser Woche, Gemüse und Obst frisch vom Lande. 1 Kilo Tomaten kostet heute nur 90 Cent. 5 Kilo Kartoffeln gibt es für 3 Euro. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit der Sendung Musik am Sonntagmorgen. Wir haben wieder viele Musikwünsche und Geburtstagsgrüße zu überbringen, aber zuerst möchte ich Ihnen vier junge Leute vorstellen, von denen Sie in Zukunft bestimmt noch viel hören werden. Die vier kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, sie sind Studenten, aber ihr Herz gehört der Musik. Seit 3 Jahren treten sie zusammen auf und vor 3 Wochen haben sie beim Jazzfestival in Schwerin den ersten Preis gewonnen. Wie Sie wissen, warten wir in dieser Sendung auf Ihre Anrufe. Vom Telefon zum Mikrofon will Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Möglichkeit geben, Meinungen und Informationen auszutauschen. Hier kommt noch einmal unsere Telefonnummer. Berlin 388 6488. Jetzt kommt zuerst noch ein bisschen flotte Musik und dann freuen wir uns auf Ihren Anruf. Du weißt doch, am Samstag heiratet Theresa. Ich habe gedacht, wir könnten vielleicht morgen Nachmittag zusammen in die Stadt gehen und ein Geschenk kaufen. Morgen? Nein, morgen ist Dienstag. Da geht es auf gar keinen Fall. Dienstags ist immer unsere Fachkonferenz. Da komme ich erst um 7 von der Arbeit. Das geht nicht. Warum machen wir das nicht am Freitagnachmittag? Kurz bevor wir zu Theresa fahren. Wir fahren erst in die Stadt und kaufen ein und danach geht es gleich weiter auf die Autobahn. Nein. Für Freitagnachmittag habe ich einen Termin beim Friseur. Auf der Hochzeit möchte ich gern hübsch aussehen. Wann hättest du denn mal Zeit? Vielleicht am Donnerstag? Ich hole dich um 4 Uhr vom Büro ab, dann gehen wir einkaufen. Ja, das geht, glaube ich. Nein, doch nicht. Am Donnerstag muss ich nach Leipzig fahren. Tut mir leid, das geht wirklich nicht. Aber hör mal, dann bleibt ja nur noch der Mittwoch. Und da kann ich nicht, weil ich auf die Kinder aufpassen muss. Naja, für mich wäre es auch sehr schwierig. Mittwochs bin ich immer im Sportverein. Die Jungs warten auf mich. Sag mal, kannst du nicht vielleicht den Friseurtermin verlegen? Wenn du am Donnerstag zum Friseur gehst, können wir am Freitagnachmittag ein Geschenk für Theresa kaufen. Ich kann's ja mal versuchen. Ich ruf erst den Friseur an, dann sage ich dir Bescheid, okay? Guten Tag, Frau Fischer. Hier spricht die Reparaturwerkstatt Hensel.
Die Reparatur an Ihrem Wagen wird nun leider doch sehr viel teurer, als wir gedacht hatten. Rufen Sie bitte morgen Vormittag an und fragen Sie nach Herrn Braun. Hier ist die Praxis von Dr. Herwig. Die Praxis ist am Montag, Dienstag und Donnerstag von 9.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. In dringenden Fällen können Sie uns unter der Nummer 160-9338-7380 erreichen. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Hier ist Katrin. Ich habe schon zweimal angerufen. Es tut mir leid, dass ich heute nicht kommen kann. Ich will dir wirklich gern in deiner neuen Wohnung helfen, aber heute Abend geht es nicht. Ich komme bestimmt morgen Abend, aber ich kann nicht vor 8:30 bei dir sein. Ruf mich doch bitte auf dem Handy an. Hallo Manuela, warum meldest du dich nicht? Wo bleibst du denn? Ich warte schon seit 20 Minuten hier vor dem Theater. Ich muss jetzt reingehen, es fängt gleich an. Du kannst deine Eintrittskarte an der Kasse abholen. Hoffentlich kommst du jetzt bald. Also bis später im Theater. Die von Ihnen gewünschte Telefonnummer lautet 32445979. Die Vorwahlnummer ist 0421. Wenn Sie mit der Nummer verbunden werden möchten, bleiben Sie bitte am Apparat. Hier ist Silvia. Ich weiß jetzt, wo der Film gezeigt wird. Im Naturkundemuseum, und zwar im 3. Stock, Raum 16. Wir treffen uns um 7:50 im 3. Stock, okay? Guten Tag, Frau Siebmann. Hier spricht Frau Schneider von der Personalabteilung. Sie arbeiten normalerweise immer nur vormittags bei uns. Jetzt haben wir aber leider 2 Krankheitsfälle. Könnten Sie vielleicht in den nächsten Tagen auch am Nachmittag bleiben? Wir brauchen Sie unbedingt am Mittwoch, Donnerstag und Freitag den ganzen Tag. Bitte kommen Sie morgen früh in mein Büro und geben Sie mir Bescheid. Guten Tag. Sie sind mit der Firma Telstart verbunden. Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, drücken Sie bitte die Nummer 1. Wenn Sie Informationen zu unserem Warenangebot brauchen, drücken Sie Nummer 2. Wenn Sie andere Wünsche haben, bleiben Sie am Apparat. Hallo Jens, hier spricht Katrin. Ich habe ein großes Problem. Du musst mir unbedingt helfen. Ich komme heute Abend erst sehr spät nach Hause und mein Hund ist allein in der Wohnung. Bitte geh zu mir in die Wohnung und lass den Hund in den Garten. Der Schlüssel zum Garten liegt auf dem Tisch. Du musst aber gleich hingehen. Alex macht immer alles kaputt, wenn er so lange allein ist. Hier ist die Telefonansage der Familie Ostermann. Wir sind umgezogen. Unsere Adresse ist jetzt Lindener Straße 12 und die neue Telefonnummer ist 5673299. Guten Tag, hier ist Frau Schmidt, Ihre Nachbarin. Heute Morgen ist mit der Post ein Paket für Sie gekommen. Der Postbote hat es bei mir abgegeben, weil Sie nicht zu Hause waren. Leider bin ich heute Abend nicht da. Aber morgen Vormittag können Sie es bei mir abholen. Ich bin sicher bis 13 Uhr zu Hause. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war das Mittagskonzert vom Südwestfunk. Es folgen jetzt die Nachrichten mit dem Wetterbericht und um 14 Uhr die Sendung mit der Biene für unsere Kleinen. Um 14.30 Uhr gibt es Musik aus Südamerika live bei uns im Südwestfunk. Um 15 Uhr kommt wie jeden Nachmittag die Sendung Zu Gast im Studio mit Rita Petersen, heute zum Thema Essen die Deutschen zu fett? Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Nachmittag. Das Tief, das von Norden nach Süden zieht, erreicht morgen auch Bayern. In unserem Sendebereich scheint am Vormittag noch die Sonne, aber ab Mittag ist der Himmel bedeckt und es ist mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen. Im Gebirge kommt es ab 1500 Metern zu Schneefällen. Eine Warnung für die Autofahrer. Wenn Sie in die Berge fahren wollen, müssen Sie mit Schnee und Eis rechnen.
Liebe Zuhörer, jetzt geht es weiter mit dem Horoskop für heute, den 28. August. Der heutige Tag steht im Sternzeichen der Jungfrau. Wissen Sie, dass es auch der Geburtstag eines unserer größten Dichter ist? Johann Wolfgang von Goethe. Auch er wurde unter diesem Sternzeichen geboren. Bei unserem Gewinnspiel für Jugendliche geht es heute um Literatur. Wie heißt die weibliche Hauptperson in Friedrich Schillers Drama Kabale und Liebe? Wenn ihr die Lösung gefunden habt, ruft bitte sofort bei uns an. Der erste Preis ist ein Theaterbesuch in Berlin, der zweite und dritte Preis sind Musik-CDs. Also, wer weiß die Lösung schon? Jetzt noch ein paar Mitteilungen für die Autofahrer. Auf der Autobahn Hamburg-Berlin kommt es wegen des Wochenendverkehrs zu Stauungen. Vor der Ausfahrt Berlin-Mitte ist mit Wartezeiten zu rechnen. In der Gegend von Wolfsburg gibt es heute Abend Nebelfelder und Sichtweiten unter 20 Metern. Alle Autofahrer auf der Autobahn Hamburg-Berlin werden gebeten, wegen des Nebels besonders vorsichtig und aufmerksam zu fahren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Walzer an der schönen blauen Donau. Mit den besten Wünschen für Herrn Simon Balduin, der heute seinen 65. Geburtstag feiert. Die Glückwünsche kommen von seiner Tochter Michaela und von den Enkelkindern Isabella und Martin. Zum Schluss noch ein paar Empfehlungen für den Wochenendausflug. Da ist einmal der Flohmarkt in Heinrichshausen mit der S-Bahn Linie 4 leicht zu erreichen. Dann gibt es in Muttlingen ein Stadtfest mit Musik, Feuerwerk und gutem Essen. Nach Muttlingen kommen Sie mit Auto oder Fahrrad, am besten auf der Landstraße in Richtung Weidenau. Natürlich will ich Ihnen nun auch verraten, wie man den russischen Salat zubereitet. Sie brauchen dazu Kartoffeln, Eier und gekochtes Gemüse. Die Kartoffeln und die Eier müssen Sie kochen und in Scheiben schneiden. Für die Soße nehmen Sie Öl, Essig und Salz. Servieren Sie den Salat gut gekühlt mit Weißbrot. Das waren die Nachrichten vom Nordwestfunk. Es folgt jetzt der Bericht aus der Landwirtschaft. Um 10.30 Uhr hören Sie eine Musiksendung aus dem Bremer Konzerthaus. Um 12 Uhr kommen wieder die neuesten Nachrichten. Und um 12.15 Uhr geht es weiter mit Musik für unterwegs. Wenn Sie an der Sendung teilnehmen wollen, müssen Sie uns sofort Ihre persönlichen Daten mitteilen. Schicken Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an Radio Bremen. Kennwort Familienquiz. Natürlich können Sie uns auch anrufen oder eine E-Mail schicken. Hier bei uns im Studio ist heute Frau Angela Muthesius, Präsidentin der Grünen Liste in Tornesch in Schleswig-Holstein. Frau Muthesius hat sich immer für Politik interessiert, aber es ist nicht ihr Beruf. Bis vor 3 Monaten war sie als Französischlehrerin an der Gesamtschule in Elmshorn tätig. Nebenbei hat sie immer für die Regionalzeitung gearbeitet. Aber auch das war nur ein Hobby. Frau Muthesius, wie sind Sie denn nun zur Politik gekommen? Hallo Manuela, ich bin's, Johannes. Es tut mir leid, dass ich dich stören muss, aber ich glaube, ich habe meine Schlüssel bei dir vergessen. Was? Deine Schlüssel? Wo denn? Ja, das weiß ich nicht so genau. Vielleicht im Flur. Schau doch mal nach. Nein, im Flur sind nur eine Menge Schuhe. Oh mein Gott, dann weiß ich auch nicht so recht weiter. Bitte guck doch mal im Wohnzimmer nach. Siehst du sie dort nicht auf dem Tisch? Nein, auf dem Wohnzimmertisch liegt nur ein Pullover. Wieso denn ein Pullover? Ich habe gedacht, da liegen vielleicht meine Schlüssel. Sieh doch mal bitte neben dem Telefon im Wohnzimmer nach. Vielleicht sind sie da. Nein, da liegt nur eine U-Bahn-Fahrkarte. Ist das deine? Nein, das ist nicht meine. Manuela, bitte, ich suche meine Schlüssel. Wo bist du jetzt? Ich stehe immer noch hier im Wohnzimmer. Was soll ich denn jetzt tun? Bitte such meine Schlüssel. Ich komme nämlich sonst nicht in meine Wohnung. Kannst du das nicht verstehen? Aha. Und wo sollen diese Schlüssel sein? Vielleicht sind sie auf dem Schrank im Wohnzimmer. Schau doch mal nach. Nein, auf dem Schrank ist nur ein Handy. Tut mir leid. Hast du das Handy eigentlich hier vergessen? Das ist nicht mein Handy. Dann könnte ich dich doch gar nicht anrufen. Geh mal in die Küche. Siehst du meine Schlüssel da auf dem Kühlschrank? Nein.
Da sind auch keine Schlüssel. Auf dem Kühlschrank liegt aber ein Buch. Ist das vielleicht deins? Ich glaube nicht, aber schau jetzt doch mal bitte neben den Fernsehapparat. Siehst du da meine Schlüssel? Nein, neben dem Fernsehapparat liegt nur eine CD, die ich nicht kenne. Ist die von dir? Oh Gott, das weiß ich nicht. Ich brauch doch nur meine Schlüssel. Also weißt du was? Komm doch her und such sie selbst. Hallo Lucy, hier ist Christoph. Wann hast du nun endlich Zeit für mich? Das ist ziemlich schwierig, Christoph. Ich habe viel zu tun, weißt du. Also bitte, Lucy, was machst du morgen? Morgen, das ist Mittwoch, oder? Da bin ich im Fitnessclub. Tut mir leid. Kannst du darauf nicht verzichten? Musst du unbedingt in diesen Club gehen? Nein, eigentlich nicht. Aber was schlägst du denn vor? Ich wollte mit dir essen gehen oder so. Was machst du denn am Freitag? Am Freitag geht das überhaupt nicht. Da ist immer mein Kochtag. Da koche ich für meine Freundinnen. Da habe ich keine Zeit. Aha. Und was machst du am Samstag? Musst du da auch Besuch empfangen? Aber nein, Christoph, überhaupt nicht. Am Samstag gehe ich mit Carla zum Schwimmen. Und nachher gehen wir dann noch Pizza essen. Das ist immer ganz toll. Aha. Und am Donnerstag hast du da Zeit? Nein, Donnerstag ist eigentlich nicht so ein guter Tag. Da bin ich immer mit den Kindern beim Tennis spielen. Das finde ich ziemlich wichtig. Und wann hast du Zeit für mich, Lucy? Ach, vielleicht am Sonntag, Christoph. Da hätte ich Zeit. Aber am Sonntag gehe ich immer zum Golfspielen. Das weißt du doch, Lucy. Am Sonntag geht es nicht. Tja, dann geht es wohl überhaupt nicht. Hallo, Karl. Ich glaube, wir müssen ein bisschen über die Party bei Martin sprechen. Meinst du nicht auch? Ja, Hella, du hast recht. Was sollen wir machen? Also, ich würde sagen, du, Karl, rufst alle Leute an und lädst sie ein, okay? Ja, gut, Hella. Und was soll es zu essen geben? Also, Frieda macht die Salate, das macht sie immer wunderbar. Ja, und was gibt es nach dem Salat? Tja, Karl, was würdest du denn vorschlagen? Hella, was ist denn mit deinem berühmten Seeräuberbraten? Du weißt doch, den essen immer alle sehr gern. Gut, gut, ich mache einen Braten. Und was soll es noch geben? Zum Fleisch brauchen wir eigentlich Kartoffeln oder so etwas. Wir können doch bei Martin Pommes frites machen. Das geht ganz schnell. Ich kaufe sie im Supermarkt und bringe sie mit. Die mag ich ja nicht so gern, aber wenn du meinst, also Pommes frites. Und weiter? Ich kümmere mich um den Nachtisch. Ich kaufe eine Erdbeertorte. Ist das okay? Ja, wunderbar. Aber wir brauchen auch etwas zu trinken. Kaufst du ein paar Flaschen Weißwein? Nein, das ist Martins Aufgabe. Er hat gesagt, dass er genug Getränke im Haus hat. Wir sollen nichts mitbringen. Meinst du, wir müssen auch noch Eis kaufen? Michael hat gesagt, er bringt eine Packung Eis mit. Ich glaube, das genügt. Dann haben wir eigentlich alles. Prima. Guten Tag, Herr Müller. Hier ist die Werkstatt Riegler. Ihr Wagen ist fertig. Sie können das Auto morgen abholen. Wir haben ab 9 Uhr geöffnet. Hallo Eva, hier ist Christina. Ich habe schon ein paar Mal angerufen. Ich kann heute Abend nicht kommen, es tut mir leid. Ich bin immer noch in Berlin und komme erst morgen Abend zurück. Vielleicht können wir uns am Samstag treffen. Was meinst du? Bitte, ruf mich doch auf dem Handy an. Guten Tag, Frau Bollwitsch. Hier ist die Bäckerei Meierlein in der Elisabethstraße. Sie haben heute Morgen Ihren Ausweis bei uns im Geschäft verloren. Sie können ihn hier abholen. Die Bäckerei ist werktags bis 20 Uhr geöffnet. Auf Wiedersehen. Hallo Roland, hier ist Franziska. Ich komme heute Abend sehr spät nach Hause. Tut mir leid. Und der Kühlschrank ist leer. Kannst du vielleicht noch einkaufen gehen? Wir brauchen Brot, Käse, Eier und etwas Salat. Du bekommst das alles in dem kleinen Laden an der Ecke. Tschüss, bis heute Abend.
Hier spricht die Telefonauskunft. Die gewünschte Nummer ist 4, 5, 6, 1, 7, 1, 1. Die Vorwahl ist 0, 3, 0. Wenn Sie noch weitere Auskünfte brauchen oder wenn Sie verbunden werden wollen, bleiben Sie bitte am Apparat. Hallo Erika, wir wollen heute Abend ins Kino gehen. Kommst du mit? Wir treffen uns alle um 7 auf dem Michaelisplatz am U-Bahn-Eingang. Du kennst das ja schon. Bitte komm doch mit, Erika. Wir wollen zuerst etwas essen, es wird bestimmt lustig. Also bis heute Abend. Liebe Hörerinnen und Hörer, guten Abend. Es ist in diesem Moment 19 Uhr. Wir begrüßen Sie zu unserem Abendprogramm. Wir beginnen sofort mit den Nachrichten um 19 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist jetzt 12 Uhr und hier ist wieder das große Musikquiz mit Rudi Westphal. Eine Stunde lang unterhalten wir Sie mit lustigen Fragen und Melodien. Dann kommen die Mittagsnachrichten und um 13.30 Uhr geht es dann weiter mit viel Spaß und Musik. Also, die Nachrichten hören Sie um 13 Uhr und jetzt geht es los mit unserer ersten Frage. Es folgt der Wetterbericht. Die Großwetterlage bleibt weiterhin unstabil. Heute kommt es im Norden zu wiederholten Regenfällen. Auch morgen wird es noch kühl und regnerisch bleiben. Im Süden scheint ab und zu die Sonne, aber auch dort steigt die Temperatur nicht über 8 Grad. Mit diesem Musikstück schicken wir die besten Wünsche zum Geburtstag an Herrn Niemeyer in Köln-Süd. Herr Niemeyer feiert heute seinen 72. Geburtstag und die Glückwünsche kommen von seiner Schwester aus Berlin. Auch wir von Radio Bayern gratulieren herzlich. Herr Niemeyer in Köln-Süd, dieses Lied ist für Sie. Jetzt noch eine Verkehrsdurchsage. In Nauheim wird heute das große Stadtfest gefeiert. Deshalb ist die Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. Wenn Sie am Stadtfest teilnehmen wollen, können Sie auf dem Sportplatz parken. Es gibt eine Busverbindung zum Stadtzentrum. Autofahrer auf dem Weg nach Wiesbaden können die B23 benutzen. Es folgt jetzt unsere Sendung für Literaturfreunde. Erika Hillmann liest aus ihren Lieblingsbüchern der Woche. Unsere Hörerinnen und Hörer haben die Möglichkeit, im Studio anzurufen. Wenn Sie mit Frau Hillmann sprechen wollen, wählen Sie bitte die Nummer 040 32 32 40. Nach jeder Leseprobe gibt es eine Pause für Ihre Fragen und Kommentare. Sie erreichen uns unter der Nummer 040 32 32 40. Guten Tag, Frau Nimbus. Ich freue mich sehr, dass Sie uns angerufen haben. Ich bin ganz sicher, dass Sie mit uns den richtigen Partner gefunden haben. Welche Möbel wollen Sie denn verkaufen? Ja, da ist hier im Flur dieser kleine Schrank. Den brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Schrank. Er ist von meiner Großmutter. Er ist ein bisschen kaputt, nicht wahr? Was haben Sie denn sonst noch? Kommen Sie doch bitte in die Küche. Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee? Ich glaube, er ist noch warm. Nein, danke. Ich möchte lieber keinen Kaffee. Gibt es hier in der Küche auch etwas, das Sie verkaufen wollen? Ja, der Kühlschrank. Der ist jetzt zu groß für uns. Die Kinder wohnen nicht mehr hier und ich möchte lieber einen kleineren Kühlschrank. Der ist aber ziemlich alt, oder? 20 Jahre? 30 Jahre? Na und? Der geht noch wunderbar. Aber kommen Sie jetzt mal ins Wohnzimmer. Da steht das Sofa. Das ist auch von meiner Großmutter. Das gefällt Ihnen bestimmt. Ja, das ist tatsächlich ein schönes Stück. Aber sagen Sie mal, hat das Sofa immer diese Farbe gehabt? Nein, früher war es rot, aber das fand ich nicht so gut. Also das hier ist das Arbeitszimmer. Mein Mann braucht den Schreibtisch jetzt nicht mehr. Deshalb wollen wir ihn verkaufen. Er ist auch zu groß, finde ich. Oh, der ist aber sehr schön. Wunderbares Holz.
Ja, wir finden ihn auch schön. Aber wir wollen das Arbeitszimmer anders einrichten. Das kann ich gut verstehen. Gibt es noch mehr Möbel? Ja, die Stühle hier im Esszimmer, die wollen wir auch verkaufen. Es sind 8 Stühle. Hoffentlich gefallen sie Ihnen. Nun ja, die finde ich nicht so toll. Wollen Sie den Tisch auch verkaufen? Nein, nur die Stühle. Der Tisch ist sehr praktisch, den will ich behalten. Also, ich weiß nicht, Frau Nimbus... Ja gut, dann sind da noch die Betten im Kinderzimmer, die wollen wir verkaufen. Die Kinder sind ja nun zu groß dafür. Ja, aber wissen Sie, Frau Nimbus, gebrauchte Betten kann man nicht so gut verkaufen. Antike Möbel gehen gut, aber... In der Freizeit. Papa, mir ist langweilig. Aber schau mal, die Elefanten. Ist das nicht toll? Nö, die machen ja gar nichts. Was sollen die denn machen? Rumlaufen, sich hinsetzen oder mit dem Ball spielen, so wie im Zirkus. Das ist doch nur etwas für kleine Kinder. Na und? Hier sind doch viele Kinder. Und viele Elefanten. Schau mal, das ist doch wie in Afrika. Gleich geht's los. Ich freue mich schon. Der Film ist bestimmt super. Glaube ich auch. Ich habe schon die Vorschau gesehen. Und wie war es? Unglaublich, vor allem die Effekte, einfach toll. Und alles auf der riesengroßen Leinwand. Und in 3D, da bist du mittendrin. Das ist besser als Fernsehen. Ja klar. Schau mal, es wird schon dunkel. Es geht los. Endlich. Können wir aufhören? Ich habe keine Lust mehr. Jetzt schon. Ja, jetzt. Wir spielen doch schon 2 Stunden. Nur eine Runde noch. Du willst nur nicht verlieren. Blödsinn. Ich habe viel mehr Punkte als du. Lass uns lieber etwas anderes spielen. Immer das Gleiche mit dir. Aber von mir aus, hast du eine Idee? Wie wär's mit Monopoly? Okay, das klingt gut. Das wird wohl nichts mit unserer Radtour heute. Bei dem Regen bestimmt nicht. Da habe ich keine Lust. Und was machen wir dann? Wie wär's mit Kino? Nicht schon wieder. Im Kino war ich erst gestern. Gestern? Alleine? Nee. Mit wem? Mit ein paar Freunden aus meiner Klasse. Bitte alle herhören. Radio Mikrofon hat wichtige Neuigkeiten. Unsere nächste Sendung hört ihr am Freitag in der ersten Pause. Wir haben 3 super aktuelle Beiträge für euch, darunter ein Interview mit unserem Direktor. Außerdem bringen wir Songs vom letzten Konzert unserer Schulband. Also nicht vergessen, am Freitag geht Radio Mikrofon wieder auf Sendung. Guten Morgen. Übermorgen ist die Abschlussfeier für unsere Abiturienten. Alle Schüler der Oberstufe und die Kollegen sind herzlich eingeladen. Ab 12.30 Uhr gibt es in der Aula ein großes Buffet. Für Musik sorgt die Schülerband. Und ich verspreche, eine kurze Rede zu halten. Außerdem fällt der Unterricht für alle Schüler ab der 6. Stunde aus. Guten Morgen. Eine Durchsage für alle Schüler. Ab morgen wird im mittleren Treppenhaus gearbeitet. Die Wände werden gestrichen. Alle Schüler, die ihre Klassenzimmer im 1. oder 2. Stock haben, müssen deshalb den Eingang und das Treppenhaus im Norden an der Beethovenstraße benutzen. Das mittlere Treppenhaus bleibt eine Woche gesperrt. Der Haupteingang am Königsplatz bleibt geöffnet. Bitte alle herhören. Wie ihr wisst, ist Ende des Monats unsere Projektwoche. Ab sofort könnt ihr euch in die Listen neben dem Sekretariat eintragen. Ihr könnt wählen zwischen Projekten, die nur einen Tag oder mehrere Tage dauern oder die ganze Woche. Achtet darauf, dass ihr jeden Tag beschäftigt seid. Ihr könnt also ein einwöchiges Projekt oder mehrere kürzere Projekte belegen. Guten Morgen, Herr Kemmer. Vielen Dank, dass Sie uns dieses Interview geben wollen. Guten Morgen. Kein Problem. Für das Schülerradio mache ich das gerne. Herr Kemmer, Sie können sich doch sicher erinnern, dass Sie uns im letzten Jahr versprochen haben, dass unsere Schule bald eine neue Cafeteria bekommt. Können Sie uns dazu vielleicht etwas Neues sagen? Ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich ein wichtiges Thema für euch. Aber bitte,
ich habe letztes Jahr gar nichts versprochen. Ich habe den Eltern nur gesagt, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass die Cafeteria so bald wie möglich renoviert wird. Und das habe ich getan. Können Sie das den Schülern bitte etwas genauer erklären? Also ich habe sofort mit der Stadtverwaltung gesprochen, gleich am nächsten Tag, also einen Tag nach der Elternversammlung. Prima, aber was haben die Leute von der Stadtverwaltung gesagt? Was in solchen Fällen immer gesagt wird, dass kein Geld da ist. Aber das ist normal, denn alle Schulen haben irgendwelche Pläne und wollen Geld. Da sind die Verantwortlichen natürlich sehr vorsichtig. Auch wenn das Geld vorhanden ist, müssen sie aufpassen, dass es sinnvoll ausgegeben wird. Das Wichtigste wird natürlich zuerst erledigt. Und für die Stadtverwaltung ist die Cafeteria natürlich nicht so wichtig, nicht wahr? Naja, nicht ganz. Ich habe erst vor kurzem noch einmal mit den Leuten gesprochen. Vielleicht klappt es ja doch noch. Wissen Sie schon wann? Noch in diesem Jahr? Da bin ich nicht sicher. Eher später. Vielleicht nächstes Jahr. Also, genau weiß ich es leider nicht. Schade. Ich glaube, dass Sie uns wahrscheinlich besser verstehen würden, wenn Sie selbst jeden Tag dort essen müssten. Meinen Sie nicht auch? Schon möglich. Aber die nächste Elternversammlung ist Ende dieses Monats. Da werde ich den Eltern noch einmal alles erklären. Auch die Geschichte mit der Cafeteria. Habt ihr noch mehr Fragen? Ja, sicher. Wir wüssten gerne, warum bei uns seit einem halben Jahr der Chemieunterricht in einigen Klassen ausfällt. Nun, eine Kollegin ist schwer erkrankt. Das ist euch doch bekannt. Ja, schon. Aber warum gibt es denn noch immer keinen Ersatz? Wir versuchen ja seit Monaten, jemanden zu finden. Wir haben schon alles Mögliche gemacht, aber bis jetzt haben wir leider niemanden gefunden. Und warum ist es so schwer, einen Aushilfelehrer zu finden? Es geht natürlich ums Geld, wie immer in solchen Situationen. So ein Aushilfslehrer wird nicht besonders gut bezahlt, leider. Da können wir auch nichts machen. Aber es geht doch um unsere Ausbildung. Sicher, aber bei Lehrern, die eine Klasse nur für kurze Zeit übernehmen, dürfen wir nicht viel bezahlen. Das hat die Stadtverwaltung klar geregelt. Schade, dann bleibt also alles, wie es ist. Trotzdem, vielen Dank für das Gespräch. Ein Jahr in Australien. Das war eine tolle Zeit. Ich kann wirklich sagen, ich hatte das beste Jahr in meinem Leben, auch wenn es nicht immer einfach war und die eine oder andere Träne geflossen ist. Ich habe mich 2009 beworben und als ich schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte, kam überraschend ein Anruf von der Agentur für Au-pairs in Stuttgart. Eine Familie aus Australien hatte ihre Zusage gegeben. Alles schien perfekt. Im Januar 2011 ging es nach kurzer Vorbereitungszeit endlich nach Australien. Dort habe ich in Melbourne mit meinen Gasteltern, 3 Töchtern, 9, 10 und 11 Jahre alt und 2 Hunden, 13 Monate in einem wunderschönen Haus am Stadtrand gelebt. Ich habe unglaublich viele tolle und interessante Menschen kennengelernt. Und die Freunde und Bekannten meiner Gastfamilie sind zu meinen eigenen Freunden geworden. Vor kurzem habe ich ein kurzes Urlaubsvideo von meiner Gastfamilie bekommen. Sie waren ein paar Tage in Neuseeland. Da wollte ich auch immer hin, aber es hat nicht geklappt. Dafür wollen mich bald 2 australische Freunde besuchen und ein Paket an meine deutsche Freundin, die noch in Australien ist, weil sie ein halbes Jahr verlängert hat, ist schon unterwegs. Zu meinen Arbeiten in Australien gehörte es, die Mädchen für die Schule fertig zu machen, ihre Brote für die Schule zu packen, sie mit dem Auto in die Schule zu fahren, wenn sie mal wieder den Bus verpasst hatten, sie am Mittag zu beschäftigen und abends das Abendessen zu kochen. Wovor ich am Anfang ein wenig Angst hatte, das war das Kochen. Aber das war schon nach ein paar Tagen kein Problem mehr. Zum Schluss hat mir das Kochen richtig Spaß gemacht. Manchmal habe ich das sogar am Wochenende freiwillig übernommen. Immer wieder hörte ich, wie meine Gasteltern darauf bestanden, dass Freunde und Nachbarn mich nicht Au-pair nennen sollten. Ich sei Familie. Das war ein gutes Gefühl. Ich habe allerdings auch schwierige Situationen erlebt. Zum Beispiel den Tod unseres Hundes, 2 Tage ohne Strom und eine ganz persönliche Familienkrise meiner Gastfamilie.
Das war nicht einfach, aber es hat mich und meine Gastfamilie noch näher zusammengebracht. Und wenn es wirklich mal Meinungsverschiedenheiten mit der Familie gab, haben wir darüber gesprochen und das Problem gemeinsam gelöst. Ich habe dieses Jahr keine Sekunde bereut und kann mit ruhigem Gewissen empfehlen, als Au-pair nach Australien zu gehen. Besonders denjenigen, die davon träumen, einmal etwas komplett anderes zu erleben und ein großes Stück selbstständiger zu werden. Trotz Unterstützung der Gastfamilie, der Agentur, von meinen Freunden und meiner Familie in Deutschland musste ich im Endeffekt alles mit mir allein ausmachen. Ich weiß jetzt, dass ich irgendwie alles schaffen kann, was ich erreichen will, und Australien war nur ein Teil davon. Ich habe in diesem Jahr viel über mich selbst und für meine Zukunft gelernt. Ich mag ja Spaghetti und Pizza, aber jeden Tag? Das hält kein Mensch aus. Manchmal gab es auch Meeresfrüchte, aber die hasse ich. Und Fisch? Naja, ich mag eigentlich nur Fischstäbchen, aber die gibt's in Italien gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee hatte, mit dem Fahrrad nach Italien zu fahren. Dass dazwischen die Alpen liegen, hat wohl niemand gewusst. Eine Woche bergauf und bergab. So viel hab ich noch nie geschwitzt. Regen, Regen und nochmals Regen. So habe ich mir die Ferien nicht vorgestellt. Aber meine Eltern wollten ja unbedingt nach Österreich und in die Berge. Schöne Landschaft, klar, wenn man sie sehen kann. Aber meistens hatte sie sich hinter schwarzen Wolken versteckt. Dieses Jahr sind wir nicht weggefahren. Meine Eltern hatten keine Lust, wieder stundenlang mit dem Auto im Stau zu stehen. Erst habe ich mich geärgert, aber dann war es gar nicht so schlecht. In Deutschland war super Wetter und ich bin fast jeden Tag mit meinen Freunden schwimmen gegangen. Ich habe in den Ferien ein super Mädchen kennengelernt. Mit der bin ich oft am Strand spazieren gegangen. Abends waren wir manchmal in der Disco. Nächstes Jahr will sie mich besuchen. Ich freue mich schon sehr, aber so ein Jahr kann ganz schön lang sein. Welche Internetseiten besuchst du? Was interessiert dich da? Meine Lieblingsseite ist die NASA-Homepage, www.nasa.gov. Die Seite gefällt mir besonders gut, weil ich mich schon immer für das Universum interessiert habe und vielleicht einmal Astrophysik studieren möchte. Zu Hause habe ich ein eigenes Fernglas. Damit schaue ich manchmal die Sterne an. Außerdem finde ich die Raumfahrt sehr interessant und hoffe, dass wir bald zum Mars fliegen werden. Auf der NASA-Seite gibt es zur bemannten Raumfahrt sehr viele Informationen und aktuelle Bilder, zum Beispiel auch vom Mars. Und nebenbei kann ich auch mein Englisch verbessern, denn die ganze Seite gibt es nur auf Englisch. Manchmal ist das ziemlich schwierig. Und noch etwas. Auf der NASA-Seite gibt es immer ein Live-Video von der Raumstation. Ich finde es faszinierend, langsam über die Erde zu fliegen und unseren blauen Planeten zu betrachten. Weißt du, wie das geht? Kein Problem, damit kenne ich mich aus. Und wie lange wird es dauern? Weiß nicht, ich mache das ja nicht jeden Tag. Du musst dich beeilen, da hinten kommt ein Gewitter. Wo sind denn deine Sachen zum Reparieren? Die Sachen zum Reparieren? Na klar, wie soll ich das sonst machen? Die habe ich vergessen. Mensch, schon wieder einer, genau wie gestern. Hauptsache, du hast deine Monatskarte dabei. Na klar, die habe ich immer in der Schultasche. Ich auch. Und, hast du sie? Ich weiß nicht. Ich finde sie nicht. Gestern war sie noch in meiner Tasche. Und was machen wir jetzt? Ohne deine Karte? Keine Ahnung. Mist, schon wieder verloren. Die anderen waren einfach besser. Trotzdem, 4:1. So hoch haben wir schon lange nicht mehr verloren. Das dritte Tor war einfach Glück. Nein, den Elfer haben sie zurechtbekommen. Dein Foul war einfach dumm. Ach ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ohne meinen Foul hätten die doch gleich das Tor gemacht. Mann, du hast ja keine Ahnung. Könnt ihr nicht besser aufpassen? Aber Herr Schuster, es ist doch gar nichts passiert. Nichts passiert? Und wer soll das bezahlen? Das machen wir schon. Ihr wollt das bezahlen? Na klar, kein Problem. Wir legen einfach zusammen. Das möchte ich sehen.
Da kommt schon dein Vater. Der wird dir was erzählen. Hast du den Aufsatz gemacht? Na klar, mein schönstes Ferienerlebnis. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und wo ist er? Ich kann mein Heft nicht finden. Ich glaube, ich habe es vergessen. Pech gehabt. Hoffentlich nimmt sie mich nicht dran. Ich kann mich ja melden. Dann ruft sie dich bestimmt nicht auf. Mal sehen. Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Hallo Mama, hier Babsi. Wir haben heute früher aus, weil es so heiß ist. Aber ich komme nicht gleich nach Hause. Wir gehen noch schwimmen. Carla, Kathi, Kevin und ich. Wir gehen an die Isar. Du weißt schon, dort, wo wir am Wochenende mit Fati immer hingehen. Da ist das Wasser nicht so tief. Ich bin so um 5 Uhr zu Hause. Ist das okay? Ciao! Hallo Frau Weber, hier spricht Carsten Fischer. Tut mir leid, aber ich kann heute leider nicht zur Nachhilfe kommen. Ich habe solche Zahnschmerzen und muss unbedingt zum Zahnarzt. Ich hoffe nur, dass es nicht so weh tut. Also, wenn ich zurück bin, rufe ich Sie wieder an. Dann können wir einen neuen Termin ausmachen. Können Sie vielleicht nächste Woche? Hallo Marion, hier ist Kerstin. Ich bin schon unterwegs, aber ich habe mich verlaufen. Im Moment stehe ich in der Seehofstraße, Ecke Frankfurter Straße. Das ist doch ganz in deiner Nähe, oder? Ich weiß aber nicht, ob ich rechts oder links abbiegen soll. Kannst du mir helfen? Ruf mich doch bitte gleich zurück. Du hast ja meine Handynummer. Tschüss! Hi Kevin, hier Mirjam. Ich warte auf dich. Wo bleibst du nur? Zu Hause habe ich dich schon angerufen. Nichts. Dein Handy ist abgeschaltet und du meldest dich nicht. Ich mache mir Sorgen. Was ist los? Hast du vergessen? Heute ist mein Geburtstag. Den wollten wir gemeinsam feiern. Bitte melde dich. Ich hoffe nur, dass nichts passiert ist. Interview mit dem Hausmeister. Herr Angermeier, guten Tag. Vielen Dank, dass Sie zu diesem Interview gekommen sind. Guten Tag. Ist doch klar. Das mache ich gern. Ich finde euer Schülerradio einfach super. Ehrlich? Na klar. Ihr sagt wenigstens, was ihr denkt. Das ist ganz schön mutig. Und wie fanden Sie unsere letzte Sendung? Interessant. Ich wusste gar nicht, dass es an unserer Schule eine Tanzgruppe gibt, die auch öffentlich auftritt. Und das mit dem Filmclub gefällt mir auch. Ich mache ja selbst gerne Videos vom Urlaub und so. Schön, aber wir wollten Sie eigentlich nach Ihrer Arbeit fragen. Macht Ihnen die Arbeit Spaß? Na klar, sehr sogar. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Zum Beispiel? Das mit dem Rauchen. Das ist doch verboten. In der Schule schon, aber seit es keine Raucherecke mehr gibt, rauchen alle draußen auf dem Gehweg, vor der Eingangstür. Wir dürfen doch gar nicht raus aus der Schule. Ihr nicht, aber die Schüler aus der Oberstufe, die stehen bei jeder Gelegenheit da herum und rauchen. Vor der Schule, in den Pausen, nach der Schule, das ist nicht in Ordnung. Aber auf der Straße darf doch jeder rauchen und es stört niemanden. Meint ihr? Aber habt ihr schon mal die Nachbarn schimpfen hören? Wenn die hier vorbeigehen und die Reste von den Zigaretten überall herumliegen? Und ich muss dann alles wegmachen, damit sich niemand beschwert. Tut uns leid, aber... Ja, und noch was. Jeden Tag das Gleiche. Nach der Schule stellt ihr die Stühle nicht auf die Tische. Wieso stört sie das? Am nächsten Tag müssen die Stühle doch sowieso wieder runtergestellt werden. Darum geht es nicht. Es geht um die Putzfrauen. Die müssen die Räume sauber machen und da sind die Stühle im Weg. Ist das so schlimm? Meistens stellen wir doch die Stühle hoch. Eben nicht. Ihr wollt ja nur raus, wenn die Schule aus ist. Das kann ich zwar verstehen, aber für die Putzfrauen ist das zusätzliche Arbeit. Dafür werden sie nicht bezahlt. Gibt es eigentlich auch etwas Positives zu sagen? Na klar, euer Schülerradio, das ist echt gut. Das freut uns. Ja, vor allem die Musik von eurer Band, die finde ich spitze. Davon könnt ihr ruhig noch mehr bringen. Und die Interviews? Auch gut.
aber ihr müsst viel mehr Fragen stellen. Okay, wir werden es versuchen. Vielen Dank für das Interview. Nichts zu danken. Das hat richtig Spaß gemacht. Praktikum bei Lufthansa. Am ersten Tag kam ich mit Lukas, meinem besten Freund, am Frankfurter Flughafen an. Da wir nicht wussten, wo der Betreuungsdienst für Praktikanten war, fragten wir einen Mitarbeiter der Lufthansa. Der brachte uns mit einem Elektroauto zum Betreuungsdienst. Als wir um 9 Uhr dort waren, wurden wir freundlich empfangen und bekamen gleich eine kleine Einführung in unsere Aufgaben. Danach wurde ich in den Kinderraum eingeteilt. Dort hat mir eine nette Frau alles Mögliche erklärt, was man wissen muss. Im Computer konnte ich sehen, mit welchen Flügen Kinder ohne Eltern reisten und wann sie in Frankfurt ankamen. Um die sollte ich mich kümmern. Doch leider waren für heute keine Kinder mehr angekündigt. Dank der netten Kollegin wurde es aber nicht langweilig im Kinderraum ohne Kinder. Am zweiten Tag kamen Lukas und ich zur Gepäckermittlung. So wird hier das Fundbüro genannt. Lukas arbeitete unten am Schalter, ich oben in der Zentrale. Ich kam in ein Büro, wo mich wieder eine nette Kollegin empfing. Bei Lufthansa scheint es nur nette Leute zu geben. Wenn ein Koffer verloren geht, muss er in den Computer eingegeben werden. Die Suchmeldung wird dann an alle Flughäfen der Welt verschickt. Hier in der Zentrale der Gepäckermittlung werden aber nur Meldungen über Koffer bearbeitet, die innerhalb von 5 Tagen nicht gefunden wurden. Erst am dritten Tag durften wir in den Sicherheitsbereich. Endlich konnten wir Leuten in die Flugzeuge helfen und von den Flugzeugen abholen. Wir mussten gleich eine Frau im Rollstuhl abholen. Sie kam aus Indien und musste zu einem Flug nach Amerika umsteigen. Das hat 2 Stunden gedauert. Ein Glück, dass Lukas mir helfen durfte. Der Donnerstag war für mich der schönste Tag im ganzen Praktikum. Ich war im Bereich Flugvorbereitung und Flugabfertigung eingeteilt. Hier wird auch festgelegt, in welcher Reihenfolge die Ladung in ein Flugzeug kommt und wo die Ladung im Flugzeug untergebracht wird. Ich habe zugeguckt und geholfen, als ein Mitarbeiter von Lufthansa die Beladung einer Boeing 747-400 vorbereitet hat. Die Computer von den Abflugschaltern sind mit dem Flugzeug und mit dem Bereich Flugvorbereitung verbunden. So kann der Pilot genau sehen, wie viele Passagiere mit wie viel Gepäck schon eingecheckt haben. Das ist wichtig für das Gewicht, das der Pilot in den Computer im Flugzeug eingeben muss. Dieser berechnet dann den Treibstoffverbrauch. Die Anzahl der Passagiere wird auch an die Küche von Lufthansa weitergeleitet, damit alle Passagiere etwas zu essen bekommen. Jetzt weiß ich, was alles gemacht werden muss, bevor ein Flugzeug starten kann. Ich habe mir das vorher nicht so kompliziert und anstrengend vorgestellt. Auch der Umgang mit den Passagieren war manchmal schwierig und abends war ich meistens ganz schön fertig. Trotzdem hat das Praktikum großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt über mich, über andere Menschen und über meine berufliche Zukunft. Jetzt weiß ich, dass ich gerne bei Lufthansa arbeiten würde. Vor- und Nachteile von Computerspielen. Meiner Meinung nach muss man zwischen guten und schlechten Computerspielen unterscheiden. Ich finde, es gibt Spiele, die nicht nur unterhalten, sondern bei denen man auch etwas lernen kann. Computerspiele sind unpersönlich. Jeder Mensch sollte beim Spielen einen lebendigen Partner haben. Einen Menschen, mit dem er auch reden kann. Vor dem Bildschirm sitzen und den Gameboy bedienen ist das Gegenteil von Kommunikation. Ich finde, dass die brutalen Spiele für Jugendliche problematisch sind. Auf Menschen zu schießen ist kein Spiel. Auch dann nicht, wenn es nur in einem Computerspiel passiert. Das macht die Spieler aggressiv und ist meiner Meinung nach gefährlich. Wenn man Gewaltspiele für den Computer in Deutschland verbietet, hilft das gar nichts. Heutzutage gibt es alle Spiele auch im Internet, egal wie brutal sie sind. Solche Spiele müssten auf der ganzen Welt verboten werden. Meine Eltern haben nichts gegen Computerspiele. Mein Vater spielt manchmal sogar gegen mich. Ich bin meistens besser als er. Aber eigentlich spielt er auch ganz gut. Wir machen allerdings keine Gewaltspiele.
Das hat mir mein Vater verboten. So, einen schönen guten Tag. Ich möchte dir unseren Vorsitzenden vorstellen, Herrn Peter Dankmann. Vielleicht kannst du dich auch noch einmal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Isabel. Ich komme aus San Sebastian in Spanien. Ich bin 15 Jahre alt und ich lerne an der deutschen Schule. Wie sieht für dich ein ganz normaler Schultag aus? Zuerst wache ich auf, um 6 oder 7, denn es hängt vom Tag ab, wann die Schule beginnt. Dann wasche ich mich und mache mich fertig für die Schule. Dann laufe ich zum Bus, weil ich immer zu spät bin. In der Schule habe ich Unterricht von 8 oder 9 Uhr bis 2 oder 3 oder 4 Uhr. Und dann gehe ich mit meiner Freundin, dann gehe ich nach Hause. Dann entspanne ich mich und wir machen was zusammen. Ja, ganz normale Sachen und natürlich mache ich meine Hausaufgaben oder wir hören Musik. Und auf der Schule hast du ein Lieblingsfach, das weiß ich schon. Erzähle mal ein bisschen, was das ist. Ah ja, das ist Mathematik, weil das so Spaß macht und es ist sehr logisch und man kann so viele Sachen mit Mathe tun. Und weil ich Mathe mag, mag ich auch Physik, weil das auch logisch ist. Ja, ich interessiere mich wirklich für diese Fächer. Du hast gesagt, zu Hause entspannst du dich. Was machst du denn da, um dich zu entspannen? Ich lese Bücher oder ich sehe Fern. Und was schaust du dir am liebsten an? Hast du vielleicht eine Lieblingsserie? Ja, schon. Ich schaue gerne Komödien. Sehr viele lustige Filme. Oder auch, vielleicht auch Krimiserien. Ja, meistens Serien. Und Nachrichten siehst du auch? Ich interessiere mich nicht so viel für die Nachrichten. Lieber Filme und so Sachen. Hilfst du auch im Haushalt oder hast du zu viel zu tun? Nein, ich räume mein Zimmer auf und dann helfe ich auch in der Wohnung. Zum Beispiel beim Staubsaugen und in der Küche leere ich die Geschirrspülmaschine und dann, ja, manchmal koche ich auch. Was kochst du denn? Leichte Sachen, leichtes Essen. Etwas, was dir schmeckt? Ja. Das ist interessant. Also, das war der erste Teil der Prüfung. Jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Bitte stelle uns dein Thema vor. In meiner Schule habe ich ein Projekt über Umwelt gemacht. Und wir haben über verschiedene Umweltprobleme gesprochen. Zum Beispiel über den Treibhauseffekt und die Müllproduktion. Und daraus habe ich mein Einzelthema gemacht. Das Umweltschutzprogramm in unserer Stadt. Der Bürgermeister hat viele Aktionen geplant. Und die Stadt hat auch schon viel gemacht. Zum Beispiel haben sie Flyer verschickt. Außerdem haben sie auf der Straße Aufkleber verteilt. Dann gab es auch eine Aktion in den Restaurants. Sie dürfen zum Beispiel keine Plastikflaschen mehr verwenden, damit sie weniger Müll produzieren. Und das haben sie auch in Cafés und Hotels so gemacht. Bis jetzt ist das freiwillig. Aber das soll bald Pflicht werden. Eine andere Aktion ist das Recycling. Da bekommen die Leute Tipps, damit sie nur das kaufen, was sie wirklich brauchen. Dabei lernen sie, wie wir alle weniger Müll produzieren können. Außerdem können wir Papier auf beiden Seiten beschreiben. Und dann sollen wir eine Einkaufsliste vor dem Einkaufen machen. Dann kaufen wir weniger ein. Im nächsten Jahr werden Container aufgestellt für gefährlichen Müll. Also für Batterien, Handys und Fernseher. Der Müll wird dann eingesammelt von der Stadt und recycelt. Das ist wichtig, weil diese Sachen giftig sind. Eine andere Aktion heißt Agenda 21. Das ist ein Programm für die Entwicklung des Umweltschutzes im 21. Jahrhundert. Und unsere Schule nimmt daran teil. Wir müssen zum Beispiel unsere Müllproduktion reduzieren und in der Schule Wasser und Strom sparen. Da müssen auch alle Schüler mitmachen. Einmal im Jahr treffen sich alle Teilnehmer im Rathaus. Also die Schüler und die anderen, die bei Agenda 21 teilnehmen.
Dort erzählen sie dann über ihre Ergebnisse. Wir haben im Rathaus eine Grafik gezeigt. Auf der Grafik kann man sehen, wie sich die Müllproduktion pro Einwohner in den letzten 4 Jahren entwickelt hat. Die Grafik zeigt, dass die Müllproduktion in den letzten 4 Jahren um 15% zugenommen hat. Da hat die Sensibilisierung der Einwohner noch nicht funktioniert. Da muss das Rathaus noch viel tun. Und hier in meinem Viertel gibt es ein Haus. Die Besitzer haben Solarzellen installiert und jetzt ist für die Bewohner alles besser und ihnen geht es sehr gut. Und hier das Plakat, das ist die Werbung für die Aktion Recycling. Da steht auf Spanisch weniger, wiederverwenden und wiederverwerten. Das finde ich gut. Vielleicht hilft es ja in Zukunft. Und das ist ein Becher. Den benutzt man auf Feiern hier in unserer Stadt. Da muss man 1 Euro für den Becher bezahlen, wenn man etwas trinken will. Und wenn man fertig ist, bekommt man den Euro zurück. Danke, Isabel, das war sehr interessant. Ich möchte kurz noch einmal auf das zurückkommen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, den Besitzern von dem Haus mit den Solarzellen geht es jetzt besser. Was heißt das? Warum geht es denen jetzt besser? Weil die Solarzellen am Anfang, weil sie viel Geld kosten. Aber wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, geht es besser, ja. Und dann hast du ganz am Anfang etwas über Flyer und die Aufkleber gesagt. Was stand auf diesen Flyern und Aufklebern? Nein, diese Aktion ist nur geplant. Sie hat es noch nicht gegeben. Das wollen sie machen. Aber dieses Plakat hier über die Agenda 21, das wird in der Stadt aufgehängt. Warst du jetzt nicht erst kürzlich gerade im Schüleraustausch in Deutschland? Und hast du auch gesehen, was dort an der Schule für die Umwelt gemacht wird? Entschuldigung, aber ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe. Könnten Sie die Frage noch einmal wiederholen? Ja, natürlich. Du warst doch im Schüleraustausch in Deutschland. Was wird dort an der Schule für die Umwelt gemacht? Kannst du darüber etwas berichten? Ach so, ja. Die hatten in der Primarstufe Solarzellen auf dem Dach. Aber da habe ich nicht viel gesehen, weil ich in der Sekundarstufe war. Isabel, welche Erkenntnisse hat dir die Arbeit in der Gruppe persönlich gebracht? Wir haben in der Gruppe gesehen, dass es viele Umweltprobleme gibt und es wird nichts gemacht. Wir haben auch manche Umweltprobleme besprochen. Und ich finde, viele Jugendliche wissen nichts über Umweltprobleme. Ich glaube, dass sie mehr wissen sollten. Unterwegs. Und was kostet das? Einen Moment bitte. Pro Nacht sind das 23,30 Euro pro Person. Da ist Frühstück dabei. Super. Und wie kommen wir dahin? Hier ist ein Prospekt. Da steht alles drin, auch wie Sie hinkommen. Ist das weit weg? Nein, Sie können von hier aus mit der U-Bahn direkt zur Jugendherberge hinfahren. Das ist die Linie 1. Prima, vielen Dank. Hallo, guten Tag. Sie können mir bestimmt helfen. Ich möchte in die Kaiserstraße. In die Kaiserstraße? Ja, genau, Kaiserstraße 12, zur Stadtbibliothek. Wissen Sie, wie ich da hinkomme? Na klar, steigen Sie ein, ich bringe Sie hin. Nein, danke, ich möchte lieber mit der U-Bahn fahren. Das dauert aber viel länger, mit mir sind Sie... Mann, ist das heiß. Wir sind gleich da, nur noch ein paar Kilometer. Und am See können wir auch baden. Prima, aber bei der Hitze, das ist noch ganz schön weit. Können wir nicht eine Pause machen? Ich habe aber nichts mehr zu trinken. Ich kann dir was geben. Und da drüben ist ein schattiger Platz. Na gut, dann machen wir halt eine Pause. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo die nächste U-Bahn-Station ist? Oh, das ist weit. Zu Fuß bestimmt 20 Minuten. Wohin wollen Sie denn fahren? Ich möchte zum Bahnhof. Zum Bahnhof? Na, da können Sie auch hier den Bus Nummer 23 nehmen. Der fährt auch zum Bahnhof. Vielen Dank. Das ist aber ganz schön viel. Findest du? Über 10 Euro für uns beide? Das ist ganz schön teuer. Naja, wir hatten jeder ein halbes Hähnchen mit Pommes und die Getränke. Und außerdem hat es ganz gut geschmeckt.
An unserem Kiosk zu Hause ist das Hähnchen besser. Und vor allem die Pommes. Ich fand es gut. Lass uns gehen. Reisen mit dem Flugzeug. Alle Passagiere gebucht auf Lufthansa 969 nach Frankfurt am Main, bitte beachten. Die Nummer des Flugsteigs hat sich geändert. Bitte begeben Sie sich zu Flugsteig 12. Ihr Flug geht heute ausnahmsweise ab Gate 12. Wegen des schlechten Wetters wird sich die Abflugzeit um 15 Minuten verzögern. Wir bitten um Verständnis. Liebe Fluggäste, wir befinden uns im Landeanflug auf Köln. Bitte stellen Sie alle elektronischen Geräte ab. Ihre Handys dürfen Sie erst benutzen, wenn wir gelandet sind. Wir werden in etwa 20 Minuten landen. Fluggäste, die einen Anschlussflug gebucht haben, sollten sich an unser Bodenpersonal in der Ankunftshalle wenden. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in Köln und vielen Dank, dass Sie mit Lufthansa geflogen sind. Liebe Fluggäste, wir können leider noch nicht starten. Wir warten noch auf einige Fluggäste aus Singapur, die mit uns weiter nach Hamburg reisen wollen. Sobald alle an Bord sind, können wir starten. Bitte haben Sie etwas Geduld. Trotz der kleinen Verzögerung beim Abflug werden wir aber pünktlich in Hamburg sein. Verehrte Fluggäste, Lufthansa Flug 2402 nach Berlin ist nun fertig zum Einsteigen. Bitte halten Sie Ihre Bordkarten bereit. Alle Passagiere werden nach Zonen aufgerufen. Achten Sie bitte auf Ihre Zone. Sie finden sie auf Ihrer Bordkarte. Wir beginnen mit den Passagieren der Zone 5, das sind die Sitzreihen 30 bis 48. Passagiere der ersten Klasse und Passagiere mit kleinen Kindern dürfen zuerst einsteigen. Interview mit Marcel. Hallo Marcel. Wie bist du zur Arche gekommen? Naja, vor ein paar Jahren habe ich aus Zufall mal reingeschaut. Da habe ich dann ein paar nette Leute kennengelernt. Jetzt komme ich viel öfter her. Hier treffe ich meine Freunde. Die meisten Leute denken ja, die Arche wäre ein Club für Kinder oder sowas. Stimmt das nicht? Ja schon. Viele sind erst 10 oder 11 Jahre, aber einige sind auch älter, 17 oder 18, so wie ich. Was machst du so in der Arche? Ich spiele hier manchmal Tischtennis und Billard mit meinen Freunden. Oder wir reden einfach miteinander. Aber meistens sitze ich im Computerzentrum. Da mache ich dann Computerspiele oder surfe im Internet. Also ist die Arche doch nur ein Club? Nein, das ist doch viel besser hier als in einem Club oder auf der Straße. Hier gibt es auch kostenlos zu essen. Und Schüler bekommen Nachhilfe. Und zwar umsonst. Das gibt es sonst nirgends. Ja, und der Computerraum ist richtig gut. Kommst du oft in die Arche? Ja, schon. Meistens am Nachmittag. Ich komme immer, wenn es mir zu Hause zu langweilig ist oder ich sonst nichts zu tun habe. Und wenn es zu Hause nichts zu essen gibt oder ich kein Geld mehr habe, komme ich auch zum Essen her. Und was machst du, wenn du nicht in der Arche bist? Ich arbeite manchmal als Aushilfe im Supermarkt, um etwas Geld zu verdienen. Aber die bezahlen fast nichts. Deshalb habe ich eigentlich immer zu wenig Geld. Ich wohne noch zu Hause bei meiner Mutter. Die ist geschieden. Was wünschst du dir am meisten? Am meisten wünsche ich mir einen Job als Kfz-Mechaniker. Damit könnte ich viel Geld verdienen und mit meiner Freundin zusammenwohnen. Außerdem hätte ich gern eine Familie mit 2 oder 3 Kindern. Das wird aber sicher noch ein bisschen dauern. Vor allem, weil ich für die Ausbildung einen guten Realschulabschluss brauche. Und den habe ich nicht. Ich würde ihn aber gerne nachmachen und deshalb habe ich mich schon an verschiedenen Schulen beworben. Wenn sie mich nehmen, dauert das mindestens noch 2 Jahre. Danach kann ich dann vielleicht die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker machen. Und wie würdest du die Arche beschreiben? Super. Hier fühle ich mich fast wie zu Hause. Es ist immer jemand da, wenn man reden will. Vor allem Bernd, der hilft auch bei Bewerbungen oder wenn man sonst Probleme hat. Der kennt sich richtig gut aus. Und Herr Schmidt, der ist schon ein bisschen älter. Der ist fast wie ein Vater für mich. Ihm kann ich auch Sachen anvertrauen, die ich sonst niemandem erzähle. Mein Jahr in Irland. Ich bin ein Schuljahr in Irland gewesen, weil ich die Sprache und die Kultur des Landes kennenlernen wollte.
Am Anfang war es schwierig für mich, weil mein Englisch noch nicht gut war. Aber insgesamt war dieses Jahr die beste Zeit meines Lebens. Ich habe viel dazugelernt und bin selbstbewusster geworden. In Irland habe ich mit anderen Jugendlichen in meinem Alter zusammengelebt. Wir waren wie eine richtige Familie. Natürlich hat es manchmal auch Streit gegeben. Wir lebten in einer Art Jugendherberge und jeden Tag gab es neue und unerwartete Erlebnisse. Ich hatte großen Spaß und mir fehlen die Menschen, mit denen ich dies alles erlebt habe. Wenn wir Konflikte hatten, konnten wir die immer gemeinsam lösen. Besonders hat mir das Leben mit Gleichaltrigen gefallen und die Verantwortung, die wir übernehmen mussten. Obwohl die Schule erst um 8.45 Uhr begann, musste ich jeden Morgen sehr früh aufstehen. Die Fahrt mit dem Schulbus dauerte über eine Stunde. Der Unterricht ging jeden Tag bis 15.30 Uhr. Auch die Schuluniform war neu für mich. Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt, immer die gleichen Sachen anzuziehen. Außerdem waren die getrennten Schulen eine neue Erfahrung. Mir hat das nicht gefallen, aber es hat Tradition dort. Und wenn die Eltern nicht genug Geld für eine gemischte Privatschule haben, muss man auf eine reine Mädchen- oder Jungenschule gehen. Die Sprache konnte ich vorher nicht besonders gut, aber nach ein paar Monaten ging es schon deutlich besser. Mit meinen Mitbewohnern konnte ich nur auf Englisch reden, da sie alle aus anderen Ländern kamen. Wir hatten in unserer Gruppe sogar Leute, die kamen ohne ein Wort Englisch nach Irland und konnten es nach 1 bis 2 Monaten so gut, dass sie sich ganz normal mit ihren unterhalten konnten. Bei mir war es genauso. Und jetzt spreche ich ziemlich gut Englisch. Das Land ist wunderschön und bekannt für seine grüne Landschaft. Die Insel ist sehr dünn besiedelt. Es gibt kaum größere Städte. Ein Kennzeichen Irlands ist auch, dass man in jedem kleinen Dorf ein einfaches Gasthaus, einen Pub findet, in dem jeden Abend fast alle Bewohner des Orts zusammenkommen und lange feiern. Was jedoch besonders auffällt, sind die vielen L-Schilder an den Autos. Sie zeigen, dass hier ein Anfänger fährt, der noch keinen richtigen Führerschein hat. Wer nach Irland fährt, muss gerne mit Menschen zusammen sein. Außerdem empfiehlt es sich, möglichst jeden Ort auf der Insel anzusehen, denn das Land ist fantastisch. Wer länger dort bleibt, muss den Mut haben, Dinge zu tun, die er in Deutschland nicht macht. Und auf keinen Fall darf man Irland verlassen, ohne die typisch irischen Sportarten wie zum Beispiel Hurling, Rugby oder Football gesehen zu haben. Das ist ein echtes Erlebnis, vor allem wenn man selbst mitspielt. Erfahrungen in der Theatergruppe. Für mich ist es am wichtigsten, etwas in der Gruppe machen zu können, ohne die Lehrer, also fast ohne Lehrer, und im Team. Das macht mehr Spaß als die Arbeit mit den Lehrbüchern. Das macht mehr Spaß, als den ganzen Tag im Unterricht zu sitzen und immer aufzupassen. Theater funktioniert nur, wenn alle mitmachen und keiner der Beste sein will. Jeder hat seine Stärken und jeder hat auch Dinge, die er nicht so gut kann. Ich finde es toll, wie wir lernen, uns in der Gruppe gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Ich bin für das Licht zuständig. Ohne gutes Licht geht gar nichts, auch wenn die Schauspieler auf der Bühne ihr Bestes geben. Erst wenn das Licht angeht, ist wirklich Leben auf der Bühne. Mit Licht und Farben kann ich kreativ sein. Also eigentlich kann ich nicht so gut auswendig lernen. Und am Anfang, als ich in der Theater AG war, dachte ich, das schaffe ich nie. Wie soll ich nur den ganzen Text lernen? Aber wenn man dann auch spielt, dann geht es. Während der Vorstellung bin ich ganz auf meine Rolle konzentriert. Dabei vergesse ich sogar die Zuschauer und die Zeit. Ich bin voller Energie und ganz in der Handlung. Wenn dann Schluss ist, brauche ich eine ganze Zeit, um mich wieder zurechtzufinden. Im richtigen Leben. Schau mal, der gefällt mir gut. Welcher? Der hier vorne? Nein, der da hinten rechts im Sonderangebot. Der ist aber ziemlich groß. Naja, wir sind ja auch lange unterwegs. Ich möchte aber nicht so viel mitnehmen. Ich schon. Du kannst ja den kleinen hier vorne nehmen. Okay. Den nehme ich und du den Großen, einverstanden? Ich weiß nicht, vielleicht... Sind die frisch? Aber natürlich.
Wir verkaufen nur frische Sachen. Dann hätte ich gerne ein Kilo davon. Sofort. Nein, nicht von denen. Ich hätte lieber die hier vorne, die aus Italien. Aber die aus Deutschland sind genauso gut. Wollen Sie probieren? Ja, gerne. Wirklich süß. Die nehme ich. Ja, gerne. Ein Kilo? Ja, ein Kilo. Also ich finde, der ist zu kurz. Aber Mama, das ist doch ganz normal. Das ist modern. Vielleicht, aber als ich so alt war... Mama, ich weiß, damals war alles anders. Und dann kostet der auch noch 80 Euro. Mama, das ist billig. In der Boutique nebenan ist alles noch viel teurer. Also, wenn du unbedingt willst, dann... Also mir reicht es jetzt. Wir sind schon 3 Stunden unterwegs. Aber ich brauche noch ein Geschenk für Kerstin. Du hast doch schon 1000 Sachen eingekauft. Ja, aber nicht für Kerstin. Ich will ihr noch etwas Schönes zum Anziehen kaufen. Und was? Ich weiß noch nicht. Vielleicht ein Schal. Den kann sie bestimmt gut gebrauchen bei der Kälte. Ich glaube, die nehme ich. Sie werden sehr zufrieden sein. Ja, die sind richtig bequem. Und vor allem sehr warm. Das ist wichtig. Ich bekomme immer so schnell kalte Füße. Das stimmt. Im Winter müssen Kopf, Hände und Füße richtig warm sein, sonst friert man schnell. Genau. Ich glaube, ich lasse sie gleich an. Gerne, kein Problem. Mailbox-Ansagen. Hallo Thomas, hier Sarah. Wir planen eine Fahrradtour an den Chiemsee. Vielleicht hast du ja Lust mitzukommen. Wir fahren bei jedem Wetter am kommenden Wochenende. Christine kommt übrigens auch mit, also melde dich möglichst bald. Hier Dennis. Marco, es tut mir leid, aber ich kann morgen doch nicht zu deiner Geburtstagsparty kommen. Wir schreiben am Dienstag eine Mathearbeit und ich blick einfach nicht durch. Ich würde ja gerne kommen, aber ich muss wirklich lernen. Trotzdem, schon mal viel Spaß bei deiner Party. Und nochmals vielen Dank für die Einladung. Frau Brügge, hier Firma Wagner. Wir kommen am Donnerstag wie verabredet zur Reparatur Ihrer Dusche. Wir werden aber ein bisschen später kommen, erst nach der Mittagszeit, also etwa um 14 Uhr. Vormittags geht es leider nicht mehr. Wenn Ihnen der neue Termin nicht passt, rufen Sie bitte zurück, Sie haben ja unsere Nummer. Hallo Frau Rückert, hier spricht Frau Heinrich. Ich bin die Klassenlehrerin Ihrer Tochter Sabrina. Ihrer Tochter geht es heute nicht sehr gut. Aber bitte beunruhigen Sie sich nicht. Es ist nichts Schlimmes. Rufen Sie bitte möglichst bald im Sekretariat an. Nummer 0635 85076. Vielen Dank. Interview mit einer Schülerin. Hallo Evelyn. Hallo Marco. Ihr habt in der Klasse Videos gemacht? Ja, in 5 Gruppen. Jede Gruppe hat ein Video gemacht. Zu verschiedenen Themen? Nein, alle zu demselben Thema. Aber jede Gruppe hat das Thema so behandelt, wie sie es sich vorgestellt hat. Es sind also 5 ganz verschiedene Videos entstanden. Verrätst du uns auch das Thema? Im Spiegel. Das ist eine Kurzgeschichte aus unserem Lesebuch. Sie handelt von einem Jungen in der Pubertät, der sich im Spiegel anschaut und nicht besonders glücklich ist. Weil er keine Freundin hat? Nein, das nicht. Aber er kann einfach nichts richtig machen. Alles geht schief. Und die Eltern machen ihm ständig Vorwürfe. Naja, du kennst das ja. Eigentlich das Übliche. Und wir mussten dazu ein Video machen. Das hört sich ja spannend an. War es auch. Aber am Anfang haben die meisten keine große Lust gehabt mitzumachen. Warum denn das? Weil uns der Deutschlehrer gleich gesagt hat, dass das eine Menge Arbeit ist. So ein Video machen kostet halt sehr viel Zeit. Und im normalen Unterricht geht das einfach nicht. Und da haben alle mitgemacht? Naja, wie gesagt, am Anfang waren einige dagegen, aber die Mehrheit wollte es ausprobieren. Und dann haben halt alle mitgemacht. Und wie lief das? Super. Also erst haben wir im Unterricht doch mehrere Stunden über das Projekt gesprochen und Pläne gemacht. Aber dann mussten wir den Film zu Hause fertig machen, nach der Schule, jede Gruppe in einer anderen Wohnung. Und jede Gruppe hatte auch ihre eigenen Ideen.
und wir wollten gar nicht, dass die anderen wussten, was wir machen. War da ein bisschen Konkurrenz dabei? Ich glaube schon. Außerdem hat uns der Lehrer dann gesagt, dass wir die Videos bei einem Wettbewerb einreichen sollen. Das war natürlich nochmal ein Grund, sich richtig anzustrengen. Und wie lange habt ihr gebraucht? Das weiß ich nicht so genau, aber es waren mehrere Nachmittage und bestimmt 2 komplette Wochenenden. Trotzdem hat es viel Spaß gemacht. Und was war das Besondere daran? Ich glaube, vorher hat kein Mensch gewusst, wie schwierig das ist. Manchmal mussten wir eine einzige Szene 4-5 Mal wiederholen, bis sie gestimmt hat. Und dann das Schneiden. Zum Glück hatten wir in unserer Gruppe einen, der das schon ganz gut konnte. Aber ich selbst hätte das nie geschafft. War also echte Teamarbeit? Ja, so etwas sollten wir in der Schule öfter machen. Im Team an einem interessanten Projekt arbeiten macht wirklich Spaß. Und kann man die Videos irgendwo sehen? Ja klar, wir haben sie ins Internet gestellt. Der Europapark in Rust. Also ich war in den Osterferien mit meinen Eltern und meinen Geschwistern ein Wochenende im Europapark Rust. Das ist der größte Freizeitpark in Deutschland. Er liegt im Rheintal, genau in der Mitte zwischen Freiburg und Offenburg. Wir sind am Freitag nach der Schule hier in München losgefahren und haben beim Freizeitpark in einem Camp übernachtet. Und zwar in einem Tipi, einem richtigen Indianerzelt. Ich fand das toll. Am Samstag sind wir ganz früh aufgestanden. Vom Camp mussten wir ungefähr 10 Minuten bis zum Haupteingang des Freizeitparks laufen. Aber als wir an die Kasse kamen, standen da schon lange Schlangen. Zum Glück hatten meine Eltern die Tickets schon im Internet gekauft. Deshalb mussten wir nicht warten und konnten gleich hineingehen. Der Park ist nach Ländern aufgeteilt. Also zum Beispiel gibt es einen Themenbereich Italien, einen anderen, der heißt Spanien und so weiter. In den verschiedenen Ländern gibt es sehr viele Attraktionen. Am meisten haben mich die riesigen Achterbahnen interessiert. Insgesamt gibt es 10 Bahnen. Die neueste Attraktion ist der Blue Fire Mega Coaster. Aber meine Eltern wollten den Park erst zu Fuß erkunden. Also spazieren gehen und schauen, was es alles gibt. Richtig langweilig. Obwohl, ich muss sagen, es gibt natürlich viel zu sehen. In Spanien konnten wir zum Beispiel ein tolles Fest mit Tanz- und Gitarrenmusik besuchen. In Italien sind meine Geschwister in einem schmalen, eleganten Boot, einer Gondola, von einem richtigen Italiener durch die Kanäle von Venedig gefahren worden. Und in Island wollte mein kleiner Bruder unbedingt ein Walabenteuer erleben. Da fahren die Leute mit Fischerbooten auf Schienen durchs Wasser und manchmal werden sie nass gespritzt, wenn plötzlich ein Wal auftaucht. Ich fand das nicht so lustig, aber meinen Eltern und meinen Geschwistern hat es Spaß gemacht. Endlich, nach 2 Stunden, kamen wir dann zu meiner Achterbahn, der Blue Fire. Die Bahn ist so gebaut wie ein Kraftwerk, mit vielen Maschinen und Technik. Sieht super aus und die Fahrt ist einfach irre. Da wird man in 2,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer beschleunigt. Gleich am Anfang gibt es richtigen Nebel und man weiß nicht, wohin die Wagen fahren. In den Wagen gibt es Kameras. Mit den Kameras werden die Fahrgäste während der Fahrt aufgenommen. Außerdem hat jeder Sitz einen Pulsmesser. Mit dem Gerät wird während der Fahrt gemessen, wie schnell dein Herz schlägt. Und das ist ganz schön schnell, das könnt ihr mir glauben. Abends waren wir ziemlich müde. Wir haben noch eine Nacht im Tipi-Zelt verbracht und sind am nächsten Morgen nach Freiburg weitergefahren. Meine Eltern wollten da noch ein paar Tage bleiben und sich die Stadt anschauen, bevor wir nach München fuhren. Vor- und Nachteile von Stadt- und Landleben. Nächstes Jahr mache ich Abitur. Ich werde hier in der Stadt bleiben. Hier kann ich studieren oder gleich arbeiten. Auch nach dem Studium finde ich in der Stadt schneller eine Stelle. Und Jobs werden hier viel besser bezahlt als auf dem Lande. Auf dem Land ist es mir einfach zu langweilig. Da gibt es doch gar nichts. Nur Tiere und gute Luft. Mir reicht die Luft in der Stadt. Die ist genauso gut wie auf dem Land. Ich brauche Abwechslung, Kino, Konzerte und so. Ich unternehme viel mit meinen Freunden. Und die wohnen alle in der Stadt. Die kann ich schnell mit U-Bahn und S-Bahn erreichen.
Manchmal auch mit dem Bus. Das kostet alles nicht besonders viel. Das ist ganz wichtig für mich. Und es ist bequemer als mit dem Fahrrad. In der Stadt ist mir einfach zu viel los. Auf dem Lande genieße ich das Grün und freue mich, wenn ich Vögel singen höre. Ich mag auch Kühe auf der Weide. Die kann ich stundenlang beobachten. Ich bin gerne draußen, im Freien, in der Natur. Hier ist die Luft viel besser als in der Stadt. Und es gibt weniger Lärm. Die vielen Autos mit ihren Abgasen und das Hupen in der Stadt, das macht mich alles ganz krank. Und ich möchte lange leben und gesund bleiben.